Yo Leute, herzlich willkommen zurück zu Far Cry 5. So, als erstes werden wir uns in diesem Part dieser Mission hier widmen. Danach werde ich, denke ich mal, zum Judge Bear und zu der riesigen Joseph Seed Statue übergehen. Dann zur Trinkwasserversorgung und dann zu Peaches. Das wäre jetzt erstmal so der Plan. Alles davon werden wir vielleicht nicht in diesem Part schaffen. Kommt drauf an, wie fix ich vorankomme. Wir werden sehen. Alter Vater. Aber im letzten Part haben wir wenigstens, was die letzten paar Kampfherausforderungen angeht, einigermaßen guten Fortschritt gemacht, was nämlich die Ketten-Takedowns angeht. Einen Pistolen-Takedown haben wir sogar auch nochmal hingekriegt. Puh, das war eng. Ach, halt's Maul. Laber. Ja. Boah. Alter. Ich sag's, ich wusste es. Es tauchen auch Gegner aus dem Nichts auf, wo vorher nur Luft war. Ich hab's euch gesagt. Das ist jetzt das erste Mal, dass ich's bewusst wage. Wow. Das ist jetzt das erste Mal, dass ich's bewusst wahrgenommen habe. Kann gut sein, dass es vorher auch schon ein paar Mal vorkam. Und ich es nur nicht mitgekriegt habe. Die Möglichkeit will ich nicht ausschließen. Aber jetzt habe ich es zum ersten Mal bewusst mitbekommen. Eieieiei, ja. Den habe ich komplett auseinandergenommen. Inklusive seines kleinen Benzintanks. Keine Ahnung, ob da überhaupt noch was zum Looten übrig bleibt. Theoretisch ja nicht. Da werde ich jetzt auch nicht allzu lange nachsuchen. Hallo? Geothermaler Park. Aha. Gut. Na, 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 na. Vor allen Dingen, die ballern eindeutig gerade auf irgendwas anderes, aber die entdecken mich dabei fast. Mhm. Das glaube ich euch sofort. Ihr konzentriert euch auf einen ganz anderen Gegner, aber so nebenbei entdeckt ihr mich noch. Ich würde am liebsten töten, damit... Die werden uns foltern. Mein Leben lief von meinen Augen ab. Sehr gut. Gerettete Geiseln. Haben wir da auch wieder ein bisschen Fortschritt. Okay, perfekt. In diesem Haufen steckt kaum noch Mumm. Ja, okay. Für einen Pistolen-Takedown war keiner nah genug dran. Dr. Charles Lindsay entdeckt. Das kommt alles in Ordnung. Alles klar. Ha! Erwischt! Hab ihn noch gekriegt. Oh nein. Ausgerechnet so einer. Nein. Ins Wasser, ins Wasser. So ein Mist. Was? Wo? Wie? Wer? Drecksack. Ich habe gerade eben irgendein... Oh Gott. Ja, genau. Alter, wie oft ich dir schon auf deinen Dankeschön. Wie oft ich dir schon da drauf geballert habe und du bist immer noch nicht in die Luft geflogen. Alter, what the? Ah. Okay. Hätte mich gewundert, wenn das ein echter gewesen wäre. Der ist das. Ja, komm, scheiß drauf. So. Geht mir auf den Sack. Eieieiei. Das war ja jetzt was. Ich dachte mir gerade eben so, was zum Teufel regnet da gerade auf mich runter? Ist es der letzte? Alles gut. So. Momentchen, oh Mann, jetzt habe ich mega wenig Munition fürs Gewehr. Chill, ich brauche nur ein bisschen Muni. Okay, Moment. Erstmal rede ich noch mit dem hier drüben. Ist das okay? Ja? Ist doch okay. Du hältst noch ein paar Sekunden aus. Jawohl. Du hast alle
schwerfallen, dich nicht mehr so zu nennen. Ausgezeichnete Arbeit, Deputy. Nice, damit habe ich eine weitere Mission erledigt. Nämlich Freund und Helfer, sehr gut. Nice. Ich bin mir nicht mal sicher, ob Faith echt ist. Ich weiß nicht, wie ich gegen jemanden kämpfen soll, der vielleicht gar nicht da ist. Ja, man hat auch echt das Gefühl, Faith ist mehr ein Konzept als eine Person. Das ist echt weird. Na gut, okay, auf einmal hat er keine Mission mehr für mich, warum auch immer. Servus. Na, was geht? Alles cool? Ach, danke, dass du mich gerettet hast. Mein Name ist Dr. Charles Lindsay. Ich gehöre zu einer Gruppe, die sich südlich von hier im alten Gefängnis verschanzt. Faith und ihre Angels versuchen seit Tagen, uns zu kriegen. Ich habe hier draußen nach einem Weg gesucht, sie zu stoppen, als mich die Sekte erwischt hat. Ich glaube, ich habe einen Weg gefunden, die Angels anzulocken. Aber die Zutaten für den Köder sind in meiner Tasche. Und die haben die Peggys in den Teich geworfen. Ich kann nicht schwimmen. Ich weiß, tut mir auch leid, aber ich muss dich bitten, sie für mich zu holen, bitte. Alles klar, ärztliche Anweisung. Hole die Tasche des Tierarztes. Na, wo ist sie denn? Da. Sollte doch kein Problem sein. In dem kochend heißen Wasser. Wetten, ich kriege dann die ganze Zeit Gesundheit abgezogen. Ah, doch nicht. Also es ist weniger heiß, es ist einfach eher so schön heißes Badewasser. Wobei, ich sollte jetzt nicht die ganze Zeit tauchen. Ich sollte lieber bis dorthin schwimmen und dann senkrecht runter. Ach du liebe Zeit. So, und schnell raus. Wieder hoch. Sichere das Gebiet. Na toll. Scheiße, ich muss an Land. Ich brauche meinen Rocket Launcher. Peekaboo! So. Willkommen in Hope Valley, ihr Säcke. Aber Hauptsache, das Ding ist noch auf den Kufen gelandet, ne? Okay, wer hat den Mörser? Nicht wir. Böses Sektenmitglied. Hab wieder Sichtkontakt. Mist. Was zum Teufel? Okay, bleib liegen. Danke. Oh oh. So. Was das? Ja. Nice. Bringe die Tasche zu Charles Lindsay. Ah, na immerhin ging das Sichern einigermaßen schnell. Es sind nicht allzu viele hier aufgekreuzt. Steckt der wirklich da im Busch? Ja, okay, zugegeben, gutes Versteck. Was Konflikt? Wo Konflikt? Och ja, komm. Nicht da bleiben, ne? Könntest du verbrennen. Ich meine ja nur. Ach Mann, Leute. Siehst du den einen Heli da unten? Hier unten? Ha? Glaubst du, er geht dir anders, wenn du hierher tuckerst? Meine Güte. So, jetzt aber, oder? Danke. Bitte! Ich hab ein Problem! Und ich hab die Lösung. Deine Tasche, bitte. Ich heiße Charles. Alle nennen mich Doc. Aber ich bin nicht so ein Doktor. Ich bin Tierarzt, aber so wie es im Moment aussieht, auch der Notarzt hier. Schusswunden zunähen ist wirklich was anderes, als Kälber zur Welt zu bringen. Das sag ich dir. Tut mir leid. Ist doch egal. Die Sache ist die. Ich bin über etwas gestolpert, das die Angels anzieht. Das heißt, wir könnten sie zusammentreiben. Ich wollte einen Feldversuch starten, aber der ist schiefgegangen. Verdammte Sekte. Ah, mir fehlen die Zutaten. Und wenn ich länger hier draußen unterwegs bin, gehe ich nur drauf. Ich muss zurück zum Gefängnis. Kannst du mir helfen? Ich habe eine Liste mit dem, was ich brauche. Wenn du alles findest, haben wir vielleicht eine Chance zu überleben. Sehr gut. Sollte ich hinkriegen. Was war das? Habe ich jetzt eine Mission... Nee, das ist immer noch die gleiche. Ich dachte, ich hätte jetzt eine Mission erledigt und er hat mir direkt die Folgequest gegeben. Unbeschädigte Schwarzbärenhaut, zwei unbeschädigte Pronghornhäute. Toll, wie du das Gefängnis ver... Okay. Kriege ich hin. Ist hier zufällig in der Nähe... Oh, hier sind viele Pronghörner in der Nähe, die ich mir schnappen könnte. Alter, das Gebiet ist ja voll davon. Sogar in der Nähe des Judge-Bärs sind Pronghörner. Okay. Ja, dann
mache ich das doch am besten. Dann versuche ich dort ein paar Pronghörner zu erlegen. Und kann bei der Gelegenheit sogar direkt den Judge-Bären mitnehmen. Wobei, eine unbeschädigte Schwarzbärenhaut brauche ich ja immer noch scheinbar. Wird mir zwar da oben jetzt nicht direkt angezeigt, dass ich da 0 von 1 brauche. Aber muss ja auch nicht unbedingt sein, das ist auch nicht als grün abgehakt worden. Also muss ich die auch immer noch holen. Ich dachte eventuell, ich hätte schon eine unbeschädigte Schwarzbärenhaut bei mir im Inventar. Scheinbar leider nicht. Na gut. Für unbeschädigte Häute... Ah, oder soll ich doch lieber in Richtung Judge Bear direkt laufen? Ja, ist ja eigentlich egal. Ja, komm, laufen wir direkt dorthin. Ist ja jetzt nicht so viel weiter. Und dann kann ich dort am besten weiterjagen. Ach, Laber. Verzieht euch doch. Ich laufe einfach weiter. Vielleicht verliere ich den ja. Glaube ich zwar nicht, aber man kann ja hoffen. Vielleicht geht dir mir ja tatsächlich irgendwann die Puste aus. Wer weiß. Jetzt gerade höre ich ihn zumindest wieder. So ziemlich gar nicht. Ah. Mensch. Leute, das kann ich doch jetzt wieder ausnutzen. Nein. Stop it. Okay. Da sollte ich doch mindestens einen Pistolen-Takedown hinkriegen. Danke, dass du den hast. Bäm! Yes! Geschafft! Können wir mit Ihnen reden? Ja, bitteschön. Ich weiß nicht so recht, was bei Franks Hütte los ist. Ich dachte, ich hätte Geschrei gehört. Vielleicht sollte mal jemand nach dem Rechten sehen. Kann ich gerne machen. Bitte entfernen Sie sich nun von dem gleich zu explodierenden Objekt. Etwas fixer, bitte. Na gut, Hauptsache sie entfernt sich überhaupt, anstatt drauf zuzulaufen. So. Vielen Dank für Ihre Kooperation. Nur so als Randnotiz, der letzte Zivilist, der in der Nähe von so einem Schrein war, der wollte nicht wirklich drauf hören und wurde am Ende von einem Puma überrascht. Just saying, just saying. So. Okay. Also. Was zur Hölle? Ach so, der ist wahrscheinlich in der Höhle, oder? Klar. Was war das denn jetzt? Als ob ich da jetzt so tief gefallen wäre, dass es Schaden für mich bedeutet hätte. Das war ja mal gerade Quatsch. Spiel dachte sich gerade so, ach ja, mal ein bisschen Schaden, um dich zu nerven, oder was? Hallo. Oh Mann, den Bären in so einer kleinen Höhle zu bekämpfen, wird aber lustig. Eventuell benutze ich hier vielleicht sogar das hier. Hallo. Vielleicht sollte ich auch mal die Quest aktivieren, damit ich weiß, wie viel Energie der noch hat. Naja, irgendwie wird mir hier gar... keine Energieleiste angezeigt. Why? Warum wird mir... Ja, jetzt erst. Na toll, danke. Schön. Yikes! Warum wurde mir gerade eben keine angezeigt? Habe ich noch nicht genug falsche Bären getötet oder was? Yikes. Was? Ein Schnabeltier? Hä? Jetzt langsam raff ich gar nichts mehr. Servus. Ey, nein, 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 nein. Komm schon. Habe ich es geschafft? Yes! Geil. Mit Ach und Krach mit dem Raketenwerfer. Alter Vater. Ja, musst du zum Schluss hin doch nochmal sein. Das wurde mir noch zu eng.
Beschädigte Haut, beschädigtes Fleisch. Ja, ist mir egal. Hauptsache, die Mission ist geschafft. Alter. Auf so engem Raum gegen ein blitzverseuchtes Tier zu kämpfen, ist auch nochmal anders krass. So. Jetzt aber raus hier. Noch ein bisschen mitnehmen. Nö, ist schon nichts mehr da, was ich hätte mitnehmen können. Na gut. Dann kann ich jetzt aber als nächstes hier ein paar Pronghörner jagen. Tod von oben. Könnten auch Schwarzbären dort sein, wer weiß. Okay. Bin mir jetzt nicht sicher, ob ich auf den Berg rauflaufen soll. Führe Angriff durch. Oder ob sie irgendwie in so einem kleinen Tal rumlungern. Moment. Ich reise lieber noch einmal zu Edens Altar, weil ich habe das Gefühl, von dieser Seite des Berges aus komme ich gar nicht mehr zu dem Pronghorn-Territorium hin. Dann mache ich es lieber so. Nehme ich hier noch ein bisschen was mit. Kann ich wenigstens ein bisschen was auffüllen. So. Das sieht doch schon etwas besser aus. Okay, ja gut, jetzt ist auch egal. Da kann ich jetzt auch da lang laufen. Aber wenn sie unbeschädigt sein soll, dann sollte ich am besten... Oh, das ist schon Prong... War das schon ein Pronghorn, dass er jetzt gerade von mir wegläuft? Mist. Ich guck nur noch mal vorsichtshalber. Das kann ich mir ja in den Herausforderungen jederzeit anschauen. Pronghörner. Ah, da haben wir sie, ja. Ja, das dürfte ein Pronghorn gewesen sein, das da gerade von mir weggelaufen ist. Mist. So. Mist. Nein. Ach, Mann. Das war jetzt schlecht. Okay. Pronghornhaut. Ah, stimmt. Ich krieg ja jetzt doppelt so viel Zeug durch den einen Vorteil, den ich mir geholt habe. Da habe ich jetzt scheinbar 4 Stück gekriegt. Habe ich das richtig gesehen? Waren auf jeden Fall eine Menge. Also auch ohne diesen Zusatzperk hätte ich wahrscheinlich am Ende genug bekommen. So, jetzt brauche ich nur noch Schwarzbären. Moment, es müsste doch hier auch genügend Schwarzbär-Gebiete geben. Ja, da, das ist aber im unbekannten Gebiet. Hier, amerikanischer Schwarzbär. Gibt es noch etwas, was näher an einem Schnellreisepunkt ist? Nur um sicher zu gehen. Nö, scheinbar nicht. Na gut, dann, keine Ahnung, am besten würde ich sagen von hier aus. Dann einmal da runter. Und einen Bären... Wird zwar schwierig oder beziehungsweise länger dauern, ihn mit den Pfeilen zu erledigen. Wobei, wozu Pfeile, ich Depp? Ne? Damit geht's doch viel leichter. Ha! So, habe ich mir jetzt nicht den Punkt markiert? Danke, wollte schon sagen. Ich gucke auch immer in die falsche Richtung, wenn ich gerade spawne. So. Wozu habe ich diese Homöopathika, ne? Die sollte ich definitiv mal öfter einsetzen. Muss ich zwar jetzt theoretisch nicht mehr, weil ich bereits genug hergestellt habe für die Trophäe, aber sie erleichtern einen hin und wieder doch schon so ein bisschen den Alltag. Bei den Bliss-Tieren sollte ich so ein Homöopathikum auch mal ausprobieren. Das wär's doch. Bei Bliss-Tiere sind auf diese Art und Weise wahrscheinlich dann auch viel schneller down. Und... Ach... Was? Das war ein Büffel? Bison? Als ob. Okay. Na gut, nehme ich auch mit. Habe ich wenigstens einen weiteren Bison geschafft. Für den einen Vorteil. Genau das, was ich gebrauchen kann. So, Gebiet amerikanischer Schwarzbär. Erstmal hier alles mitnehmen. Sehr gut. So, jetzt muss ich nur noch einen Bären ausfindig machen. Wobei die normalerweise ja mich ausfindig machen. Aber ich wette mit euch, jetzt gerade, wo ich unter dem Einfluss von dem Zeug stehe, da werden die sich rar machen. Wollen wir wetten? Jetzt auf einmal wird kein einziger Bär hier in der Nähe sein. Bist du ein Bär?
Nö, Puma. Okay. Ich hätte jetzt gedacht, das wäre einfach ein Bär in Bliss-Verkleidung. Würde ja zu dem Gebiet hier passen, ne, Spiel? So ein Puma in einem Schwarzbärengebiet finde ich jetzt schon etwas random. Ach Gottchen, ey. Das darf doch nicht wahr sein. Mensch! Mist. Schnauze, verzieht euch. So ein Dreck. Aber naja, wenn das Tier von mir wegläuft, dann wird es wahrscheinlich kein Bär sein. Bären würden mich ja normalerweise direkt anfallen. Kann ich also eigentlich direkt wieder zurückgehen. Immer schön, dass ich in der Nähe bleibe. Vorsichtshalber markieren. Das darf doch nicht wahr sein. Ja, ich dachte, da wäre jetzt ein Schwarzbär drauf abgebildet. Hätte ich schön gesagt, ja, ja, Schwarzbären am Arsch. Wobei, soll ich mich vielleicht nach einer Höhle hier umschauen? Wo sich einer von denen eventuell eingenistet haben könnte? Ist ja auch eine Möglichkeit. Ah! Haha! Okay. Zack und zack. Alter, wirklich? So. Wo, was? Wofür habe ich jetzt zwei Vorteilspunkte gekriegt? Wofür habe ich jetzt zwei gekriegt? Ah, für verbrauchte Homöopathika. Ach, krass. Stimmt, habe ich ganz vergessen, dass es dafür ja auch nochmal ein paar Punkte gibt. Genau. Jetzt noch für verschiedene Begleiter, die Kills sammeln. Sharky braucht eigentlich nur noch einen Kill. Dann werde ich ihn auf jeden Fall wieder anheuern. Zack. Und sobald er seinen Kill durch hat... Alles klar, kein Stress. Sobald er seinen Kill fertig hat, haben wir weitere Skillpunkte. Apropos, jetzt wo wir zwei weitere bekommen haben, kann ich ja jetzt endlich den einen Skill holen. Hier, Absprung. Damit ist es doch mehr als nur leicht, unsere Wingsuit-Distanz weiter zu erhöhen. Hi. Okay. Kriegen wir nochmal viermal Wolfshaut. Auf diese Art und Weise kann man eigentlich auch ziemlich gut Geld farmen. Überlege ich gerade. Ne? Einfach das Wilderer-Homöopathikum reinpfeifen. Dann hier die ganze Zeit Tiere erledigen. Wenn man gerade über so einen Rudel stolpert. Und dann kriegst du unfassbar viele Häute. Und die kannst du dann schön teuer verticken. Okay. So, das wäre erledigt. Jetzt können wir ja direkt zum Gefängnis zurück und die Häute abgeben. Und alles, was wir nicht abgeben müssen für die Quest, können wir dann ja verkaufen. Wow! Okay, nein. Wingsuit, Wingsuit, Wingsuit. Stimmt, geil. Ist das jetzt aber jedes Mal so? Ich hoffe, das ist nicht jedes Mal so, wenn ich zu einem Ort schnell reise. Moment. Nochmal ganz kurz. Schnellreise. Ah! Okay. Okay, okay, okay. Alles klar, wir können es uns aussuchen. Das ist gut. Alter, guckt euch das mal an. Wie geil ist das denn? Einmal so per Wingsuit durch die Gegend fliegen. So können wir die Distanz mega schnell farmen. Sowohl für die Herausforderung als auch für die Trophäe. Ja, dass die mich entdecken, ist mir fast scheißegal. Zugegeben ist es jetzt nur in der Hinsicht nicht, weil ich Angst davor habe, dass die mich abballern. Deswegen, das hat Spaß gemacht. Können wir sehr gerne gleich nochmal wiederholen. Perfekt. Sehr gut. Mega. Servus. Bitte, was hat sie gesagt? Bitte bring mich um, damit ich kein Angel werde? Alter, wow. Was ist jetzt gerade mit dem Licht los? Wow. Das Spiel ist gerade, Und wir werden uns von Faith erholen. Heute... Oh, sorry. Ja, nee, erstmal noch nichts kaufen. Gut zu uns. Mhm, alles klar. Alter, was, hat sie gerade gesagt, bring mich um, damit ich zu keinem dieser Angels werde? Also, ich dachte, da draußen wartet jemand, der eine Quest für mich hat. Nein. Das ist nur mein Begleiter.
So, servus. Na? Alles gut, Doc? Du hast es geschafft. War es schwierig, das Zeug zu finden? Ich hätte bestimmt Monate gebraucht. Diese Angels von Faith könnten ebenso gut Zombies sein. Wenn man einmal so viel Bliss-Intos hat, gibt's kein Zurück mehr. Aber mit diesem Zeug hier können wir sie einfach zusammentreiben und wegsperren. Meinst du, dass du, sobald es fertig ist, einen Feldversuch starten könntest? Ich bin sicher, dass es funktioniert. Also 95% sicher, aber wir sollten es trotzdem testen. Ich muss mal ganz kurz unterbrechen. Kann es sein, dass dieser Tierarzt von einem der krassesten deutschen Synchronsprecher synchronisiert wird, den ich kenne? Ich weiß nicht. Manchmal klingt er so wie er, manchmal weniger. Ich weiß es nicht genau. Er klingt schon manchmal so ein kleines bisschen wie Marius Gavrilis. Oder? Marius Gavrilis? Ich finde, einer der krassesten Synchronsprecher nach Tommy Morgenstern. Ne, Tommy Morgenstern, Synchronsprecher von Son Goku in Dragon Ball Z, hat dadurch gerade eben auch richtig Karriere gemacht, weil der in der Lage war, sich minutenlang die Seele aus dem Leib zu schreien, ja, und wirklich 1000% bei seinen Synchronrollen zu geben. Also riesen Respekt an Tommy Morgenstern. Und derjenige, der in seine Fußstapfen so ein kleines bisschen gerade tritt, in sehr vielen Sendungen heutzutage, ist halt Marius Gavrilis. Und der Tierarzt klingt ab und zu genauso wie er, dann wieder ein bisschen weniger. Deswegen, ich weiß nicht, ob er tatsächlich von ihm synchronisiert wird oder nicht. Falls ja, mega, ne, würde ich feiern, weil das ist, oh, ich bin so ein Fan von dem Synchronsprecher, wirklich. Der hat sogar seinen eigenen YouTube-Kanal, also falls ihr so ein bisschen was von seiner Arbeit bestaunen wollt und sehen wollt, wie viel Mühe er sich bei seinen Synchronrollen gibt, dann gönnt euch seinen YouTube-Kanal, der gibt da einige gute Videos. Der hat da sogar so ein kleines Interview bezüglich Far Cry 6 gemacht, habe ich da neulich gesehen. Hab da jetzt noch nicht genau reingeschaut, um ehrlich zu sein, weil Far Cry 6 habe ich ja noch vor mir. Aber alter Vater, ne, ich feiere den Typen einfach so dermaßen. Der ist einfach nur Hammer. Und gefühlt jeder Charakter, der von ihm synchronisiert wird, den finde ich instant sympathisch. Naja, erreiche Dr. Charles Lindsays Labor. Habe ich doch jetzt, oder nicht? Soll ich da jetzt noch mit interagieren, oder wie? Danke, meine Ausrüstung ist sicher. Soll ich noch lesen? Nee, Notizbuch, das hatte ich doch schon. Dafür habe ich einen toten Peggy abgenommen. Soll ich hier noch was machen? Jetzt bin ich ein kleines bisschen verwirrt. Ich gehe noch mal ganz kurz mit meinem Begleiter so ein kleines bisschen raus. Nicht, dass der mir da den Tisch blockiert. Man darf sich eben bloß nicht erwischen lassen. Toll, wie du das Gefängnis verteidigt hast. Ich bin mir jetzt lesen. Ey, ich bin mir jetzt echt nicht sicher. Ich kann mit ihm nicht reden. Ich kann hiermit nichts machen. Hinter den Gefängnismauern ist es sicher. Ich verstehe es nicht. Ich kann nur mit ihm hier reden, aber hä? Eines Tages werde ich Charles sagen, was ich wirklich von ihm halte. Ich begreif's nicht. Ich hoffe jetzt nicht, dass die Quest verbuggt ist gerade. Nochmal ganz kurz. Ja, ich soll hier hin. Ach Gottchen, Leute, ich starte das Spiel noch einmal vorsichtshalber neu. So, Leute, versuchen wir es jetzt noch einmal. Ah, na also, danke, Spiel. War es schwierig, das Zeug zu finden? Ich hätte bestimmt Monate gebraucht. Diese Angels von Faith könnten ebenso gut Zombies sein. Wenn man einmal so viel Bliss-Intos hat, gibt's kein Zurück mehr. Aber mit diesem Zeug hier können wir sie einfach zusammentreiben und wegsperren. Meinst du, dass du, sobald es fertig ist, einen Feldversuch starten könntest? Ich bin sicher, dass es funktioniert. Also 95% sicher, aber wir sollten es trotzdem testen. Kriegen wir hin. So, jetzt, dankeschön. Ärztliche Anweisung abgeschlossen. Ach ja, manchmal ist ein Neustart das Beste, was man machen kann. Okay. Deputy? Ja? Aber tut mir leid. Ich brauche alle Zutaten, bevor ich eine neue Charge herstellen kann. Ich werde weiter an der Rezeptur arbeiten, bis du alles beisammen hast. Okay. Deputy, wir sind bereit für einen Testlauf. Ach, Mensch, das ging ja schnell. Nimm den Testköder. Ich habe in letzter Zeit wenig richtig gemacht, aber das wird sich jetzt ändern. Wir müssen es nur testen und sicher gehen, dass es wirkt. Die Sekte nutzt die Angels, um die Blisspflanzen auf den umliegenden Farmen zu ernten. Da könnten wir es ausprobieren.
Diese Wesen rasten schnell aus. Schleich dich also rein, leg den Köder aus und begib dich in Sicherheit. Ich bin zu, 75% sicher, dass die Formel passt. Also du weißt schon, sei vorsichtig. Das alte Gefängnis ist eine Bombe. Alles klar, nimm den Testköder. Wo liegt der jetzt rum? Da. Nein. Merken Sie, da. Wir sind bereit für einen Testlauf. Alles klar, erreiche die Farm. Kriegen wir hin. So, Schnellreise wahrscheinlich. Ne? Echt, ich habe da nichts in der Nähe, gar nichts. Das darf nicht wahr sein. Als ob. Nicht mal zu dem Bootsladen dort kann ich hin. Oh, ouch. Ja gut, dann ist es ja... Dann kann ich auch genauso gut vom, Gefängnis aus aufbrechen. Macht ja eh keinen Unterschied. Und bei der Gelegenheit kann ich dann ja auch genauso gut diesen Schrein da oben zerstören. Ist doch auch ein Schrein, oder? Die Frage, das Problem ist nur, von der Seite aus erwische ich den wahrscheinlich nicht. Sprich, ich werde da höchstwahrscheinlich einmal hochkraxeln müssen. Und ja, ich weiß, ich hätte mir jetzt wahrscheinlich noch ein Fahrzeug holen können. Oder vielleicht sogar einen Hubschrauber. Aber, ach. Ich habe den Weg hier rüber jetzt als... Ja, okay, doch, ich hätte rüberfahren können. Hier war eine Brücke und so. Ja gut, das habe ich nicht gesehen auf der Map gerade. Achso, nee, das war das Flugzeug da oben, das uns wieder fast entdeckt hätte. Ganz ruhig. So, Vorsicht. Ja, das habe ich mir gedacht. Die sehen mich nicht, aber ich sehe die. Sollen wir nicht einmal wieder drin, eine neue Welt wachsen zu lassen. Also, ernsthaft? Sehr gut. Komm schon, mach ihn fertig. Oder sie. Was? Jawohl, Sharky Gesamtkills. Wenigstens das. Wenn schon der Ketten-Takedown gefailt hat, dann wenigstens das noch abhaken. So, kurz da weg. Jawohl. Okay. Oh, vorsichtig, vorsichtig. Nein. Genau das wollte ich doch gerade verhindern, Mensch. Ach. Und ich rutsch trotzdem noch runter. Hammer. Na gut. Muss ich in den sauren Apfel beißen. Ah ja, und im Helfermenü kann ich eigentlich Sharky wieder abwählen. So. Seinen Vorteil habe ich ja jetzt. Das passt dann schon. Dann warte ich auf meinen nächsten Begleiter und mache mit dem auch nochmal die Kills voll. Aha. Und jetzt ist hier alles natürlich so scheiße steil wahrscheinlich, dass ich da gar nicht hochkomme. Ah, doch. Nein, nein. Hoch da. Nein, nicht runterrutschen. Danke. So ist gut. Dankeschön. Oh. Na, geht doch. Ey, das hört sich so an, als ob die sich von mir entfernen würden und dann, währenddessen entdecken sie mich. Anstatt auf mich zuzufliegen. Also es hört sich halt akustisch so danach an. Servus. Töte nur die Kultisten. Wow! Mhm. Sagt er, während ich ja jetzt am Sterben bin. Aber wieso... Ich habe doch jetzt gerade eben noch meinen Begleiter entlassen. Ist er noch in der Nähe, dass er mich wiederbeleben könnte? Oder warum bin ich jetzt nicht instant tot? Irgendwie habe ich das Gefühl, das ist jetzt gerade vergebliche Liebesmüh. Hier ist doch niemand, der mich wiederbeleben könnte, oder? Außer vielleicht die eine Person da ganz in der Nähe. Aber es kommt ja keiner. Null! Keine Sau! Warum macht mir das Spiel Hoffnung, wenn es doch keine Sau interessiert, dass ich hier rumliege und in meinem eigenen Blut ersaufe? Hallo. Leute.
Ach, scheiß drauf, ey. Meine Güte. Jetzt könnt ihr mich mal... Wäre jetzt geil gewesen, wenn man im letzten Frame noch einen gesehen hätte, der zu mir gelaufen wäre. So richtig nach dem Motto, ha, jetzt hättest du mal gewartet, fick dich. Ja, Mann, Mann, Mann. Okay, erreiche die Farm. Wenigstens starte ich hier wieder. Oh, Mann. Das war ja ein geiler Start. Ich komme da an, pam, tot. Mega. Ah, töte nur die Kultisten. Okay. La 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 la. Ihr seht mich nicht, ihr seht mich nicht. Ach Gottchen. Lauf mal dahin, genau. Nein, scheiße. Oh, Glück gehabt, glaube ich. Nein, was zum... Wo? Hat einer... ist hier ein Typ mit einem Flammenwerfer in der Nähe oder was? Da ist er. Nee, das war nicht der Flammenwerfer-Typ, glaube ich. Doch, aber das war der Letzte, der hier war. Ah, keine Ahnung, woher die spontane Selbstentzündung kam. Platziere den Köder auf den Tisch. Krieg ich hin. Ich möchte mir jetzt nicht aufstehen, aus Angst, dass der Typ mich dann direkt sieht. Kannst du mal weggehen? Was machst du überhaupt hier? Geh nach da hinten zu den anderen. Guck mal, wo die am Schaufeln sind. Ha? Hier hast du nichts zu suchen. Och, Jungchen. Oder interessiert es die Null? Ich glaube, das interessiert sie gar nicht, dass ich hier bin. Ich glaube, ich hätte da einfach hingehen können. Na gut. Erreiche das Dach der Hütte. Oh. Dö. Moment. Bevor ich das mache... Haha, neue Vögelfundorte, Beifußhuhn. Okay. Beobachte den Feldversuch. Also, ich bin sicher, dass ich der Ködermischung Adrenochrom beigefügt habe. Wow. Nur es gibt ein Problem. Ich stolle gerade auf eine volle Ampulle. Also habe ich es vielleicht doch nicht reingetan. Keine Ahnung, wie sich das aufs Ergebnis auswirkt. Solange wir den Köder noch nicht ausgelegt haben, können wir unseren Plan überdenken. Gib mir noch einen Moment. So. Deckt mich beim Nachladen! Waren das die einzigen beiden, die jetzt zur Verstärkung hierher gekommen sind? Überraschung! Ich mach dich fertig! Aha. Weiß ja noch nicht mal, wo ich bin, wie es scheint. Ich find raus, was da geht. Aha. Knick. Erledigt. Ich hab's. Den Fehler in der Formel. Wir benötigen eine höhere Pheromonkonzentration von Probanden, die intensiv mit Bliss in Berührung gekommen sind. Fälle von Tieren, die sich damit den Bauch vollgeschlagen haben, gehen auch. Sammle so viel du kannst und bring mir die neuen Proben. Herrlich. Gut, dass ich das gemerkt habe, bevor du das Falsche genommen hast. Ich bin zu 75% sicher, dass das funktionieren wird. Alles klar, neues Jagdgebiet Grizzly End. Aber zum Teil. Ah! So, viel Fraßhaut. Okay.
Sammle 3 unbeschädigte Grizzlybären heute. Alles klar. Deswegen ist gerade eben das Jagdgebiet dazugekommen. Nee, Schwarzbär. Wo ist jetzt das Grizzly-Jagdgebiet dazugekommen? Naja gut, Leute, da die Zeit für diesen Part ja sowieso um ist, würde ich sagen, ich beende den Part an der Stelle und bis zum nächsten Part werde ich das Grizzly-Bär-Jagdrevier ausfindig gemacht haben. Alles klar, dann würde ich an der Stelle für heute erstmal sagen, Leute, vielen lieben Dank fürs Zusehen. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben und einen Kommentar da, falls es euch gefallen haben sollte. Habt ihr das schon bei einigen meiner Videos getan, ist es euch ja vielleicht schon ein Abo wert. Nichtsdestotrotz, danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.